Ja, ich hoffe, dass diese Lobhudelei jetzt nicht zu groß, zu hohen Erwartungen an den Vortrag führen, die ich dann doch nicht bedienen kann. Max hat glücklicherweise eine Sache, glaube ich, ausgelassen, wenn ich richtig zugehört habe, und zwar meine Mitwirkung hier an der Degrowth-Konferenz war sozusagen im Zuge von meiner Aktivität beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Vielleicht kennen einige von euch diesen Verein, die sitzen hier in Leipzig, und weil es da diese örtliche Nähe gibt, mache ich ganz am Anfang, weil jetzt noch eure Aufmerksamkeit da ist, einen kurzen Werbeblock. Nicht mehr zu verstehen, okay. Einen kurzen Werbeblock. Es gibt nämlich gerade ganz viele neue, ich glaube auch gut, ich habe sie noch nicht komplett gelesen, Publikationen zum Thema Postwachstum. Das ist zum einen, und die sind überall war das Konzeptwerk mehr oder weniger involviert. Und das ist zum einen Endlichwachstum, das sind Bildungsmethoden rund um das Thema Wachstum, Postwachstum etc. Das ist jetzt neu rausgekommen, das gibt es schon seit ein paar Jahren, aber es ist komplett sozusagen erweitert. Dann gibt es Degrowth in Bewegung, das ist das Produkt von dem Prozess, wo also Leute aus allen möglichen Bewegungen analysiert haben, was ihre Bewegungen, also irgendwie Transition Towns, Care Revolution, ganz viele andere, was das mit Postwachstum zu tun hat, kann ich sehr empfehlen. Da habe ich tatsächlich schon viel reingeguckt. Und hier Postwachstumspolitiken, das ist am ehesten verbunden mit dem, worum es auch heute geht, also so Wirtschaftspolitik für Postwachstum. Genau, alle ganz frisch rausgekommen, könnt ihr euch am Ende gerne angucken, liegen hier vorne. Ich habe leider, also ich kann eins immer verkaufen, mehr habe ich jetzt leider nicht mitgebracht. So, das war der Werbeblock. Jetzt kommen wir zu heute. Was ich heute vorstellen will, basiert zum einen darauf, was ich so die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, zu Postwachstum mir irgendwie angeeignet habe, und zum anderen eben auf der Dissertation, die ich vor einem Jahr fertiggestellt habe. Ah, ich wollte eine kurze Abfrage machen, beziehungsweise zwei kurze Abfragen, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, mit wem ich hier was erzähle. Wer von euch, Ihnen, hat denn schon einen Vortrag oder mindestens einen Vortrag oder mindestens einen Artikel zum Thema Postwachstum gelesen oder gehört? Einmal aufzeigen, bitte. Okay, und wer von euch Ihnen würde sagen, dass er sie so grundlegende Vorkenntnisse in Makroökonomik hat? Okay, das sind weniger, einmal immer noch mehr als bei anderen Vorträgen. Also das hat damit zu tun, ich versuche es irgendwie verständlich zu machen und gleichzeitig nicht oberflächlich zu sein. Mal gucken, ob das klappt. Okay, was ich mit euch vorhabe ist, ich sage zunächst was, auch wenn es jetzt schon viele kennen, dann mache ich das vielleicht relativ fix, was zu den Motivationen, weshalb sprechen wir überhaupt über Postwachstumsökonomie. Und dann soll es ja heute darum gehen, was die Wirtschaftswissenschaften und vor allen Dingen die Makroökonomik dazu beitragen kann, also diese makroökonomische Sicht bringen. Und da sage ich sozusagen was zum Stand der Forschung, das ist natürlich viel mehr, aber ich sage kurz was zu dem, was Pech macht, was Jackson macht und was Victor macht, um sozusagen auch das abzuholen, was so andere Leute schon vor mir gemacht haben. Und dann das Dritte kommt sozusagen dann primär aus meiner eigenen Arbeit, wo ich dann drei unterschiedliche Theorieschulen durchgehe, was die uns hoffentlich vielleicht beitragen können zum Verständnis, wie eine Postwachstumsökonomie aussehen könnte. Und dann kommt ein kurzes Fazit. Genau, und wenn ihr so viel Vorkenntnis habt, dann versuche ich jetzt vielleicht echt durch die Motivation so ein bisschen durchzugehen. Ich will euch ja nicht langweilen. Die zentrale Motivation aus meiner Sicht im deutschsprachigen Postwachstumsdiskurs auf jeden Fall, der ist ein bisschen anders als der internationale Degrowth-Diskurs, aber der deutschsprachige Postwachstumsdiskurs, zentrale Motivation, ökologische Probleme hier angezeigt, ist ein inzwischen bekanntes Bild zu den sogenannten Planetary Boundaries. Da wurden 12 Boundaries identifiziert, die sozusagen auf globaler Ebene wichtig zum Bestehen der Ökosysteme sind. Und hier sieht man, vielleicht kann man es nicht gut lesen, dass drei davon, das ist jetzt schon von 2012, glaube ich, dass drei davon, das ist ein bisschen komische Darstellung, also alles, was über das Grüne hinausgeht, ist überschritten. Und drei waren eben da schon überschritten und andere waren auf dem Weg dahin. Und das sind zum einen der Klimawandel, das ist das oben. Nach rechts ist der Nitrogen-Cycle,
Nitrogen Cycle, also die, wie heißen sie, was auf den Acker gesprüht wird? Stickstoff, danke, der Stickstoffkreislauf. Und links sieht man den Biodiversitätsverlust. Das sozusagen als, also es gibt nicht nur den Klimawandel, aber sondern auch andere Probleme, die irgendwie mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir wirtschaften. So, warum jetzt Wachstum? Auch relativ klar, das hier sind Zahlen für die Welt von 1980 bis 2010. Die obere Linie ist die Entwicklung des BIPs, also Wachstum. Das meine ich, wenn ich über Wachstum spreche, Wachstum des BIPs. Das Grüne ist der Energieverbrauch und das Rote sind die CO2-Emissionen. Und man sieht da eine Korrelation. Man sieht auch gleichzeitig, dass das Wachstum schneller steigt als die anderen beiden. Da spricht man von einer relativen Entkopplung. Nichtsdestotrotz scheint es da irgendwie eine Verbindung zu geben. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus, wenn man es sich für Hocheinkommensländer anguckt oder früh industrialisierte Industriestaaten. Hier ist es zum Beispiel Deutschland, gleicher Zeitraum. Man sieht wieder, das BIP ist angestiegen, dieser kleine Sprung da ist, weil es da von Westdeutschland auf Gesamtdeutschland übergegangen ist. Und ansonsten sieht man einen Anstieg und dann sieht man aber auch, dass der Energieverbrauch und die Emissionen nicht, also so ungefähr gleich geblieben sind über den Zeitraum. Emissionen sogar leicht gesunken. Also und da gibt es jetzt diese zentrale Debatte, ist es möglich zu entkoppeln? Also ist es möglich, Wirtschaftswachstum hier zum Beispiel von Klimaausstößen zu entkoppeln? Und da gibt es, also ich glaube, im Endeffekt kann man das nicht hundertprozentig beantworten, aber es gibt, und das würde jetzt nahelegen, ja, also immerhin wächst ja der CO2-Ausstoß nicht mehr. Es gibt mehrere Gegenargumente dagegen. Ich bringe zwei, die aus meiner Sicht am wichtigsten sind. Das eine ist, dass das nur zustande kommt, weil sozusagen die dreckige Produktion in andere Länder ausgelagert wird und Deutschland sich irgendwie zum Beispiel eine hohe Wertschöpfung einfach durch die Erfindung von neuen Produkten auch zum Beispiel generiert. Und das andere, aus meiner Sicht noch wichtigere Argument ist, dass ja, okay, vielleicht gibt es da dann eine absolute Entkopplung, dass sozusagen das Wachstum weiter ansteigt und der CO2-Ausstoß gleich bleibt. Aber was wir eigentlich bräuchten, da komme ich jetzt zu, ist eine krasse Reduktion. Und das lässt sich eben nicht sehen. Ja, also um ökologische Ziele zu erreichen, brauchen wir eine krasse Reduktion. Und da gibt es interessanterweise relativ wenige Zahlen zu. Aber wer da was Gutes geschrieben hat, sind Antal und Vandenberg aus dem letzten Jahr. Und die haben zwei Szenarien, die haben mehrere Szenarien, aber ich erzähle dir zwei Szenarien mal durchgerechnet. Das basiert auf den Zahlen vom IPCC, von der internationalen Organisation, die Grundlagen für wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel schaffen. Und das Wachstumsszenario, das ist sozusagen so das, was man denkt, was eben passieren würde, wenn man jetzt nicht fundamental eingreift, ist, also man verfolgt das 2-Grad-Ziel. Man sagt, da gibt es dann immer so Rechnungen, wie wahrscheinlich ist es, dass man das erreicht. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir wollen wenigstens eine Wahrscheinlichkeit von 2/3 haben, dass wir das jetzt erreichen, dieses 2-Grad-Ziel. Also 2050 nicht über 2 Grad hinausgeschossen zu sein. Die gehen jetzt dann einfach davon aus, das ist eine Annahme, dass das Wachstum global jetzt 1,5% pro Jahr steigt. Und rechnen dann aus, das ist dann irgendwie so eine Dreisatzrechnung im Endeffekt, ist ziemlich einfach, wie viel Reduktion man da braucht. Und die haben nur Zahlen bis 2013, deswegen fängt das da an. Und in 2050 müsste man also eine 81-prozentige Reduktion vom Stand von 2013 haben. Das bedeutet, dass man jedes Jahr von 13 bis 50 eine Effizienzsteigerung braucht, also die Ausstoß pro Euro Wertschöpfung ist das. Eine Effizienzsteigerung bräuchte von 4,4%. Zum Vergleich, von 1970, glaube ich, bis 2013 lag der Durchschnitt bei 1,5%. Und 4,4% wurden noch nie erreicht in diesem Zeitraum. Jetzt kann man sagen, das ist realistisch, eine Verdreifachung des technologischen Wandels
möchte noch dazu sagen, dass die Zielsetzung auch eigentlich eine nicht ausreichende ist, weil also zumindest einige Wissenschaftler oder also aus meiner Sicht ernstzunehmende Wissenschaftler sagen, eigentlich müsste man 1,5 Grad Ziel erreichen. Auch eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit finde ich jetzt immer noch relativ risikobehaftet, wenn man sich anguckt, was passiert, wenn man über das 2-Grad-Ziel hinauszieht. Also es ist sehr konservativ. In Wirklichkeit müsste die Zahl wahrscheinlich größer sein als 4,4%. So, jetzt ist ja die Frage, bringt das was mit dem Postwachstum? Weil, also ich bin in vielen Debatten, wo ich dann sage, ja gut, wir brauchen Postwachstumsökonomie und dann sagen die grünen Wachstumsgegner, ja gut, aber dann, das ist ja, also selbst wenn jetzt nicht mehr gewachsen wird, haben wir das Problem nicht gelöst. Ist ein berechtigter Einwand, finde ich. Dann wird das Gleiche mal durchgerechnet für ein Nullwachstumsszenario. Also es ist wieder 2 Grad, Wahrscheinlichkeit 66%, globales Wachstum in diesem Fall 0%, das ist der Unterschied. Und jetzt die Ergebnisse, die unteren beiden Punkten ist, man braucht nicht mehr eine Reduktion von 81%, sondern 67% und man braucht nicht mehr eine jährliche Effizienzsteigerung von 4,4%, sondern 2,9. Also die richtige Zahl aus meiner Sicht von 4,4 auf 2,9 runter. Wäre noch eine Verdopplung anstatt eine Verdreifachung der Geschwindigkeit des technologischen Wandels, zeigt aber gleichzeitig, dass selbst, das ist jetzt für die ganze Welt, also man kann natürlich auch sagen, die ganze Welt sollte im Durchschnitt schrumpfen. Wenn man jetzt aber davon von so einem Nullwachstumsszenario ausgeht, brauchen wir immer noch neue technologische Ideen. Auch da kommen wir in der Postwachstumsökonomie aus meiner Sicht nicht drum rum. Wie die aussehen, ist eine andere Frage. Jetzt habe ich doch schon lange über die Ökologie gesprochen. Die zweite Motivation, ich weiß, das könnt ihr nicht lesen, die zweite Motivation ist eine globale, also es ist eigentlich eine Dimension, die man mitdenken muss aus meiner Sicht, wenn man sich vorstellt, wie eine Postwachstumsökonomie aussehen könnte und sollte. Und da sind die Länder aufgelistet anhand des ökologischen Fußabdrucks pro Person. Ganz rechts der niedrigste, ganz links der höchste. Und diese gestrichelte Linie da, das ist das nachhaltige Niveau. Das weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo es liegt, bei 2,5. Ich weiß auch gar nicht genau, wie es gemessen wird. Aber das ist auf jeden Fall, wäre sozusagen die Linie. Und man sieht, in einigen Ländern ist man tatsächlich noch drunter, in anderen Ländern ist man einfach weit drüber. Deutschland ist irgendwie so relativ weit links, ich glaube hier irgendwo, wen das interessiert. Das wäre sozusagen, wenn man sich so eine Gerechtigkeitsperspektive auf Länderebene anguckt. Das ist aber aus meiner Sicht auch nur, jetzt gehe ich mal kurz vor, ist aus meiner Sicht auch nur begrenzt sinnvoll. Man könnte sich auch einfach Individuen angucken. Und hier ist mal aufgelistet, auch weltweit, das ärmste Zehntel und das reichste Zehntel, was die an Vermögen haben. Das ist nur eine Zahl von vielen, die man da heranziehen kann. Einkommen wäre eigentlich noch besser, habe ich aber auf die Schnelle keine schönen Daten gefunden. Und da sieht man eben eine krasse Spreizung. Und dazu muss man wissen, mit hohem Einkommen, bei Vermögen, also da gibt es eine große Korrelation, aber wie auch immer, mit hohem Einkommen geht ein hoher Konsum einher und auch, wenn man das dann auf CO2-Ausstöße berechnet, auch. Also ich will damit sagen, auch was die CO2-Ausstöße, wenn man sich die Einzelpersonen anguckt, ist es weltweit extrem ungleich verteilt. So, das wäre die globale Motivation, also da muss man irgendwie eine Gerechtigkeitsperspektive aus meiner Sicht mitdenken. Dann gibt es noch eine soziale Motivation, weil mit der Wachstumsökonomie, wie wir sie zumindest zurzeit haben, auch steigende Ungleichheiten einhergehen. Eben sowohl national als auch international. Und wenn man sich das aus so einer Wohlfahrtsperspektive anguckt, dann ist abgetragen, unten ist das BIP, das sind jetzt nur Hocheinkommensländer. Und auf der linken Seite sind gesundheitliche und soziale Probleme. Die Liste steht links, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und man sieht, dass es da nicht so richtig einen Zusammenhang gibt. Also das Argument ist, wenn Länder ein bestimmtes Einkommensniveau erreicht haben, dann führt weiteres Wachstum nicht zu einer Verbesserung der sozialen und gesundheitlichen Situation, was ja vielleicht auch eine positive Message ist, weil das bedeutet, wenn wir nicht mehr weiter wachsen können aus ökologischen Gründen, wir brauchen es auch nicht wirklich aus sozialen und gesundheitlichen Gründen. Wohingegen eben eine Krux liegt, ist in der Ungleichheit, also hier sind links die gleichen gesundheitlichen und sozialen Probleme abgetragen und unten die Einkommensungleichheit gemessen im Gini. Und da sieht man eine relativ starke
einen relativ starken Zusammenhang innerhalb der Hocheinkommensländer. Das sind jetzt nur die, also bei Entwicklungsländern sieht das, Entschuldigung, bei Ländern des globalen Südens sieht das anders aus. Wenn ich über Postwachstumsökonomie spreche, ist wichtig zu sagen, spreche ich auch über Konzepte für Hocheinkommensländer, also vor allen Dingen für Westeuropa und Nordamerika. Das hatte ich schon. Das hier ist so ein weiterer Graph. Das ging auch schon viel durch die Medien, deswegen sage ich es nur kurz. Das ist wieder Bruttoinlandsprodukt über die Zeit hinweg, steigt stark an, die schwarze Linie. Und die graue Linie ist die Lebenszufriedenheit, die subjektiv abgefragt wird. Also da werden Leute gefragt, wie gut geht's dir? Und daraus versucht man rauszukriegen, wie gut es den Leuten in einer Gesellschaft geht. Und da sieht man, dass es jetzt zum Beispiel für Deutschland von 1970 bis 2004 ein starkes Wachstum im BIP gab, aber die Lebenszufriedenheit sich nicht stark verändert hat, beziehungsweise da auf jeden Fall kein klarer Zusammenhang zu sehen ist. Ich überspringe das mal kurz. Genau. So, ich habe jetzt so unterschiedliche Motivationen. Es gibt noch mehr Motivationen, sicherlich, aber wichtige zumindest aufgeführt, um so ein bisschen den Rahmen zu setzen. Jetzt komme ich zu den makroökonomischen Konzepten. Und wer ja in Deutschland, glaube ich, einer der bekanntesten VertreterInnen, in diesem Fall ein Vertreter von Postwachstumsökonomien ist, ist Nico Pech. Kennen ja wahrscheinlich viele von euch. Der sagt viel mehr. Also ich stelle jetzt das, was er irgendwie über Jahre hinweg entwickelt hat, innerhalb von 2 Minuten vor. Das ist immer verkürzt, aber ich versuche es trotzdem mal. Aus meiner Sicht ein zentrales Konzept von ihm ist diese. Ich darf da nicht rübergehen, ne? Ist diese Entwicklung von links nach rechts. Also links ist sozusagen der Ist-Zustand. Wir verbringen 40 Stunden Arbeitszeit, was tendenziell für Männer stimmt und für Frauen tendenziell nicht. Das ist auch die Gender-Perspektive sollte da vor allen Dingen auch mitgedacht werden aus meiner Sicht. Aber wir verbringen sozusagen viel Zeit in der Lohnarbeit und verdienen da Geld und kaufen da alles von, was wir brauchen. Das ist sozusagen die sehr vereinfachte Beschreibung des Ist-Ich-Zustands. Und was Pech sich dann für eine Transformation vorstellt, so wie ich es verstehe, ist, dass wir diese 40 Stunden, die wir jetzt in einem Job verbringen, aufteilen in 20 Stunden, die wir weiterhin im Job verbringen und 20 Stunden, die wir in anderen Tätigkeiten, nicht merklichen Tätigkeiten verbringen. Ich fange mal oben an, also diese nicht mehr merklichen Tätigkeiten sind dann Suffizienz. Also zum Beispiel, also das bedeutet, wir brauchen einfach weniger Produkte. Wir kaufen einfach was nicht mehr, dann müssen wir da auch nicht für arbeiten. Die Subsistenz ist sozusagen das Selbstherstellen, also ich repariere wieder was oder ich baue selber was an, etc. So, dann geht es schon über in die weiterhin marktförmige, die regionale Ökonomie. Das ist halt sozusagen das, was jetzt in internationaler Arbeitsteilung hergestellt wird, wird dann wieder stärker, war ja früher schon mal so, aber wie auch immer, wird stärker in Regionen hergestellt und dann bleibt ein bestimmter Bestandteil, der eben sozusagen nach wie vor so funktioniert, wie er bisher funktionierte, nämlich in so einer internationalen Arbeitsteilung mit Warenverkehr etc. pp. Das ist so eine Perspektive von Pech. Genau, ich sage vielleicht noch was zu der Gender-Perspektive, also so wie wir das zum Beispiel beim Konzeptwerk diskutieren, wäre halt so die Analyse, naja gut, wenn man sich sozusagen zumindest im Durchschnitt das anguckt für Deutschland, gibt es eh schon sehr viele Frauen, die zwischen 15 bis 20 Stunden arbeiten. Das heißt, es wären vor allen Dingen die Männer, die da reduzieren sollten, wenn man so eine Gender-Gerechtigkeitsperspektive aufsetzt. So, das ist Pech, ich finde das nachvollziehbar, aber das können wir ja nachher diskutieren und ich finde es auch gut. Jetzt komme ich zu, oh, Entschuldigung, das ist falsch. Jetzt komme ich zu Jackson, das ist eine Folie von Jackson, wieder sehr verkürzt, aber was aus meiner Sicht zentrale Vorschläge von ihm sind diese drei. Also er sagt, wir brauchen ökologische Investitionen, sowohl vom Staat als auch von Unternehmen. Also Investitionen in erneuerbare Energien statt in Braunkohle von mir aus, viele andere Beispiele. Wir brauchen
ökologische Unternehmen, die also nicht nur jetzt in bestimmte Bereiche investieren, sondern auch immer zusehen, dass sie das jeweilige Produkt ökologisch nachhaltig produzieren. Und wir brauchen, er sagt Ecological Macroeconomics, das ist, also es geht nicht um die, Macroeconomics ist ja Makroökonomik, also das ist eine Wissenschaft, das meint er da gar nicht, sondern er meint ökologische Wirtschaftspolitik. Also wir brauchen eine Rahmensetzung vom Staat, um den Unternehmen und den Investitionen auch zu ermöglichen, das zu tun, was er da vorgeschlagen hat. Wie genau diese Rahmenbedingungen vom Staat aussehen, da sagt Viktor, jetzt ist es wirklich Viktor, ein bisschen genaueres zu. Er macht so eine computerbasierte Simulation, ist auch egal. Und also wie es genau funktioniert, ist an diesem Punkt aus meiner Sicht egal. Und kommt dabei raus, dass man durch bestimmte wirtschaftspolitische Rahmensetzungen, er macht das für Kanada, zu guten sozialen und ökologischen Ergebnissen kommen kann, obwohl die Wirtschaft nicht mehr wächst. Beziehungsweise in Wirklichkeit andersrum, er sagt, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen, um die ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, dann wächst die Wirtschaft auch nicht mehr. Ist sozusagen mehr so ein Nebeneffekt. Ich will jetzt nicht alle rausnehmen, ich will nur ein paar rausnehmen, die habe ich mal unterstrichen. Limits on Material, Energy, Wastes and Land Use. Also das ist sozusagen die ökologischen Limitationen, Caps einziehen. Carbon Price geht in eine ähnliche Richtung. Also es ist alles so unter dem Deckmantel Internalisierung externer Kosten. Also man verhindert irgendwie die Nutzung von Natur. Shorter Workweek ist ähnlich wie das, was Pech sagt, also eine Arbeitszeitverkürzung. More generous anti-poverty programs, das ist sozusagen die Idee, die Einnahmen stärker für eine Umverteilung zu nutzen. Fewer status goods, wie genau er das hinkriegen will, weiß ich nicht, aber da geht es darum, dass wir viel konsumieren, weil wir mindestens so viel wie unser Nachbar haben möchten oder sogar mehr haben möchten. Aber wie man damit umgeht, weiß ich auch immer noch nicht. Wer da eine gute Idee hat, ich bin sehr gespannt. Also wie man das hinkriegt, dass Leute das nicht mehr tun, ohne sie in jetzt, keine Ahnung. Und more informative advertising, da geht es eigentlich in die Richtung, irgendwie Werbung zu regulieren, damit Leute nicht angehalten werden, immer mehr beziehungsweise bestimmte Produkte zu konsumieren. Genau, also Victor entwickelt da so ein Bündel von Politikvorschlägen im Endeffekt. Jetzt vielleicht also so ein bisschen zur Genese. Ich habe diese Sachen so vor 6 Jahren gelesen und vielleicht sind ja auch ein paar ÖkonomInnen hier. Ich war ja immer so ein bisschen frustriert mit deren Fundierung ihrer Analysen, weil es entweder so ein bisschen, also ich finde es sehr gut, was die machen, aber man darf ja trotzdem frustriert sein. Also entweder es ist so populärwissenschaftliche Literatur von Paige und von Jackson, was total gut ist, aber sozusagen da fehlt mir so die theoretische Fundierung. So, okay, die kommen irgendwie zu Ergebnissen, aber leiten es halt nur so halbwegs her. Und Viktor macht einfach ein sehr spezifisches Modell und Modelle kann man immer super kritisieren, weil man da verrückte Annahmen machen muss, die nicht haltbar sind. Aber das ist jetzt nicht nur bei Viktor so, sondern bei allen Modellen aus meiner Sicht. Zumindest bei allen, die ich kenne. Genau, und deswegen habe ich meine Dissertation geschrieben und da will ich jetzt ein paar Sachen draus sagen. Zunächst habe ich mir angebotsseitige, beziehungsweise das sind dann meistens neoklassische Theorien angeguckt. Und ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. Ich war nämlich erst einmal in meinem Leben in Brüssel und als ich zur Kommission gehen wollte, bin ich aus der U-Bahn rausgekommen und habe dieses Bild vor mir gesehen und ich habe gedacht, wow, also dass sie es so krass sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist einfach der Slogan Towards Growth. Das ist das, worauf sich alle einigen können. Es gibt da eine Handvoll anderer, die ganz ähnlich sind, irgendwie For Jobs and Growth oder Together towards more growth oder so. Also da gibt es immer wieder ähnliche Sachen. Und deren Ideologie oder deren Weltsicht basiert glaube ich, stark auf neoklassischen Ideen. Gleichzeitig, ich sage gleich, was Neoklassik ist. Keine Angst.
nur um den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen. Gleichzeitig, ich lese es kurz vor und sage dann meine Interpretation. Also, Robert Solow, einer der größten neoklassischen Wachstumstheoretiker überhaupt, schreibt, beziehungsweise sagt, "There is no reason at all why capitalism could not survive without slow or even no growth." Das ist ein Schriftfehler. Er will sagen, could not survive with slow or even no growth. Es ist ein Interview. "I think it's perfectly possible that economic growth cannot go on at its current rate forever. There is nothing intrinsic in the system that says it cannot exist happily in a stationary state." Der letzte Satz ist mir wichtig. Also es gibt nichts in unserem Wirtschaftssystem, das dagegen spricht, dass wir in einer Nullwachstumsökonomie leben könnten. Sogar happily. Als ich das gelesen habe, war ich erstmal überrascht, weil ich irgendwie immer dachte, ja gut, also im Mainstream-politischen Diskurs wird es ja so gehandhabt, dass wir auf jeden Fall Wachstum bräuchten, weil sonst irgendwie die Wirtschaft zusammenbricht und oftmals auch irgendwie nicht so richtig explizit, was dann passiert. Arbeitsplätze werden noch genannt, das kommt gleich noch. Aber so irgendwie so, ja, wir brauchen ja auf jeden Fall Wachstum, und dann lese ich das von Robert Solow und der sagt irgendwie, nee, eigentlich nicht. Woran kann das liegen? Und ich nehme das vorweg, also aus meinem Studium, aus meiner Lesart der Neoklassik ist daraus eigentlich überhaupt nicht ableitbar, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen. Das ist so bedingt interessant aus meiner Sicht, weil aus meiner Sicht die neoklassische Wachstumstheorie nicht so richtig sinnvoll ist. Aber man kann es ganz gut benutzen im Diskurs, weil man sozusagen sagen kann, naja gut, wenn ihr diese Theorien richtig findet, da brauchen wir kein Wachstum. Okay, was sagt die Neoklassik? Ich mache das jetzt anhand von einem Bild. Die neoklassische Wachstumstheorie sagt, so viel Produktionsfaktoren, wie wir, also die Menge, wie viel wir produzieren können, hängt davon ab, also das Wirtschaftswachstum hängt davon ab, wie viele Produktionsfaktoren wir in diese Wirtschaft reinpumpen sozusagen oder da anbieten eben. Deswegen angebotsseitige Theorien. Und jetzt habe ich einfach mal so ein Bild, um sich anzugucken, okay, was sind denn diese Produktionsfaktoren? Also Produktionsfaktoren, das ist hier Automobilproduktionsstätte. Produktionsfaktoren in dieser Terminologie sind Menschen, Arbeitskräfte, also Arbeit. Dann ist es Kapital, zum Beispiel und vor allen Dingen Maschinen. Es sind natürliche Ressourcen. Und das, also diese Maschinen, das sieht man jetzt hier nicht, Energie kann man nicht so gut sehen, aber die Maschinen müssen irgendwie angetrieben werden mit Energie. Und es ist, und das ist so ein komischer Produktionsfaktor, es ist die Technologie. Also es kommt nicht nur darauf an, wie viele Maschinen ich habe und wie teuer die sind, sondern wie gut die sind. Also wie viel dann in Kombination zwischen den Maschinen und den Menschen und der Energie wirklich dabei rauskommt. Das ist so der Technologiefaktor. Genau, ich habe mir aufgeschrieben, was ich da erstmal zu sagen wollte. Genau, und aus dieser Perspektive ist es eigentlich relativ leicht, zumindest wenn man wirklich diesen Theorien folgt, ist es relativ leicht, sich zu überlegen, was man bräuchte für eine nicht wachsende Ökonomie. Und das ist einfach eine Reduktion des Angebots von diesen Produktionsfaktoren. Technologie ist so ein bisschen, das kann man jetzt nicht einfach runterschrauben. Also welche beiden da zentral sind, ist das Angebot von natürlichen Ressourcen oder Energieinput, was sozusagen direkt mit diesem Limitieren von dem Verbrauch von natürlichen Ressourcen einhergeht. Also die Neoklassiker müssten solche Forderungen wie "keep it in the ground", was ja von recht progressiven Strömungen kommt, die sagen, lasst das Öl und Kohle einfach im Boden, macht nicht irgendwelche Emissionshandel, sondern sagt einfach, diese Stätte darf nicht gehoben werden. Das müsste aus deren Sicht total sinnvoll sein. So ein bisschen, ich glaube, da treffen Welten aufeinander, weil Neoklassiker tendenziell das dann doch nicht sinnvoll halten. Ich weiß nicht genau, warum, aus ihren Theorien geht es aus meiner Sicht nicht hervor. Also keep it in the ground aus neoklassischer Sicht, super Idee. Leave it in the ground heißt es, ne? Und der andere Produktionsfaktor, der so zentral ist, wenn man jetzt die Wirtschaftsproduktion nicht weiter steigen lassen will, ist Arbeit. Und das wäre sozusagen, da sind wir wieder bei der Arbeitszeitverkürzung. Die NeoklassikerInnen haben da eine bestimmte Perspektive darauf, wie das passieren könnte, so eine,
so eine Entscheidung von Menschen, weniger zu arbeiten, nämlich es ist bei denen eine Entscheidung der Individuen. Es sind nicht irgendwie Tarifverhandlungen oder gesellschaftliche Aushandlungsprozesse oder so, sondern Einzelpersonen können und sollen dann von denen aus auch sich entscheiden, einfach weniger zu arbeiten. Aber das so als Randbemerkung. Also diese Verringerung des Arbeitsangebots ist das Zweite. Ich sage noch kurz was für die ökonomisch Interessierten. Das Kapital ist in der Neoklassik relativ egal, weil sich das einfach anpasst an die anderen beiden Faktoren. Aber das nur so als Nebenbemerkung. Genau, und was jetzt wichtig ist, ich habe ja, also warum sagt jetzt Solow, ja, das ist alles gar kein Problem? Wichtig dabei ist aus deren Sicht, dass eben, dass da keine Probleme daraus entstehen. Also es entstehen in den Theorien keine Finanzkrisen, keine Ungleichgewichte, es entsteht auch keine Arbeitslosigkeit. Das ging jetzt ein bisschen ins Detail, aber es hat was mit Gleichgewichtstheorie zu tun. Okay, ich höre da jetzt mal auf, weil, wie man vielleicht merkt, ich finde es halt auch nur bedingt auf die Realität anwendbar. So sieht das dann in meiner Diss aus. Also ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung für meine Dissertation. Wer Lust hat, sich auch mit Formeln zu beschäftigen, so sieht das da aus. Mehr sage ich da nicht zu. Nur ihr merkt vielleicht, ich spiele so ein bisschen mit den Vorurteilen. Jetzt kommt die nachfrageseitige Theorie und ich nehme ein Zitat der CDU, was man ja auch tendenziell nicht denken würde, dass die CDU jetzt nachfrageseitig argumentiert. Tut sie aus meinen, also oder ich würde sagen, sie argumentiert auf jeden Fall keynesianisch an diesem Punkt, das ist aus den 90er Jahren. Wachstum schafft Beschäftigung. Also wir brauchen Wachstum, um genug Arbeitsplätze zu haben. Warum ist das so? Und wir kommen jetzt zu keynesianischen Logiken. Und der Keynesianismus denkt so in so Kreisläufen und da bedingen sich Angebot und Nachfrage in einem stetigen Austausch. Wie das aussieht, ich fange oben an. Wie das aussieht ist, man kann irgendwo da anfangen, aber ich fange mal oben an. In einer Volkswirtschaft gibt es ein bestimmtes Lohneinkommen. Leute verdienen eine bestimmte Menge an Geld. Das hat einen starken Einfluss, man sieht die Pfeile nicht so, also da ist ein Pfeil. Das hat einen bestimmten Einfluss darauf, wie viel die Leute konsumieren. Umso mehr Menschen verdienen, desto mehr konsumieren sie. Das hat einen bestimmten Einfluss darauf, wie viel, also einen positiven Einfluss darauf, wie viel Unternehmen investieren, weil wenn Unternehmen merken, ich verkaufe mein ganzes Zeug, was ich produziere, oder da wären sogar noch mehr Leute, die Lust haben, das zu kaufen, dann versuche ich meine Produktion auszuweiten. Und das hat einen positiven Einfluss auf zwei Dinge, eben einmal auf die Produktionsausweitung, das habe ich gerade schon gesagt, und zum anderen auf arbeitssparenden technologischen Wandel. Also wenn Unternehmen überlegen, ich will mehr produzieren, dann führen die tendenziell Technologie ein, die sie besonders möglichst wettbewerbsfähig macht. Und das ist die Technologie, wo man möglichst wenig Arbeitskosten hat. Solange Arbeit relativ teuer ist und natürliche Ressourcen relativ billig. Aber im bestehenden System führen Investitionen zu dieser Art von technologischem Wandel. Und das, da ist jetzt ein Fragezeichen drin, das hat sozusagen einen ambivalenten Effekt auf das Lohneinkommen. Weil auf der einen Seite gibt es eine Produktionsausweitung, da werden mehr Leute angestellt, die zuerst die Maschinen aufbauen, herstellen und dann diese Maschinen bedienen. Ich bin jetzt ein bisschen in der Industrielogik, aber in Krankenhäusern könnte man das ähnlich argumentieren. Also zum einen arbeiten da mehr Leute, aber zum anderen hat man ja auch jetzt Technologien eingeführt, wo man pro Produkt weniger Arbeitskraft braucht und deswegen ist ein bisschen unklar, ob jetzt wirklich mehr Leute angestellt werden oder nicht. Wenn das dazu führt, und jetzt ist so das Problem bei den Keynesianern, ist so, ja gut, also wenn jetzt dieses Fragezeichen eher zu einem Minus wird, dann gerät das so ins Strudeln, dann steigt das Lohneinkommen nicht weiter an, der Konsum steigt auch nicht an, es gibt vielleicht noch so ein bisschen Investitionen, dass zumindest so ein bisschen arbeitssparender technologischer Wandel noch stattfindet, aber keine große Produktionsausweitung, dann werden noch mehr Leute entlassen und so geht das so ein bisschen in so eine Arbeitslosigkeitsspirale. Also es gibt kein großes Wachstum, aber die Arbeitslosigkeit steigt trotzdem sukzessive an. Da gibt es jetzt zwei zentrale Lösungen. Ich mache sie mal beide direkt, fange rechts an. Zum einen kann der Staat den Konsum erhöhen, entweder indem er Leuten mehr Geld gibt,
durch Transferzahlungen oder indem er einfach direkt konsumiert. Also das wäre auch, gibt es Unterschiede, also man kann irgendwie Autobahnen oder Flughäfen bauen oder erneuerbare Energien ausbauen oder auch Geld an mehr Lehrerinnen geben oder ich weiß nicht was. Die andere Möglichkeit ist eine sozusagen von den Gewerkschaften auch stark betriebene Lohnsteigerungspolitik zu machen, damit eben die Leute, die zumindest jetzt noch angestellt sind, doch noch mehr verdienen und dadurch der Konsum angeregt wird. Das ist sozusagen in der Wachstumslogik die keynesianische Antwort, weshalb wir auch wachsen müssen, um dann eben dieses Arbeitslosigkeitsproblem zu verhindern. Aus einer Postwachstumssicht gibt es da jetzt aus meiner Sicht drei Antworten drauf. Und die erste lässt sich relativ direkt ableiten sozusagen. Also die erste wäre einfach, wenn es jetzt da nicht zu Produktionsausweitungen kommt und wir auch nicht wollen, dass der Staat sozusagen die Nachfrage steigert, um jetzt den Wachstumsmotor anzuschmeißen, dann bräuchte man eine Arbeitszeitverkürzung, um diese durch den arbeitssparenden technologischen Wandel hervorgerufene Arbeitszeit irgendwie aufzufangen. Man verteilt die Arbeit, die verbliebene Arbeit sozusagen weiterhin zwischen den angestellten Leuten. Man macht eine sukzessive Arbeitszeitverkürzung, die zumindest so in der volkswirtschaftlichen Logik einfach genau die gleiche Größenordnung hat wie der technologische Wandel. Haben wir eine Arbeitsproduktivitätssteigerung von 2% im Jahr durch den technologischen Wandel, können wir 2% im Jahr weniger arbeiten. Also jedes Jahr 2% weniger. Das wäre die Arbeitszeitverkürzung. Ich nehme jetzt auch ein Ergebnis vorweg. Arbeitszeitverkürzung ist nichts Neues im Postwachstumsdiskurs. Das ist eine ganz gängige Forderung. Was durch diese Betrachtung der ökonomischen Theorien erfolgt, ist, glaube ich, eine bessere Analyse. Weshalb fordern wir das denn jetzt und unter welchen Bedingungen ergibt das Sinn? Und wenn wir jetzt, mal angenommen, wir haben jetzt so eine Nullwachstumsperspektive vor Augen, dann ergibt das halt nur Sinn, wenn wir eine bestimmte Art von technologischem Wandel haben. Ansonsten ergibt das nicht so viel Sinn. Also, erste Lösungsmöglichkeit oder Antwort aus der keynesianischen Sicht, Arbeitszeitverkürzung. Die zweite ist ein sektoraler Wandel. Das ist jetzt auch sehr vereinfacht dargestellt hier. Darf ich ein bisschen länger reden oder soll ich mich beeilen? Okay, ich mache beides. Die zweite Lösung ist ein sektoraler Wandel. Da ist die Idee, es gibt unterschiedliche Sektoren, die so eingeteilt werden können in zwei Kategorien, in den, ist jetzt sehr plakativ, aber in den braunen Sektor und in den grünen Sektor. Der braune Sektor hat eine hohe Ressourcenintensität, also hohe ökologische Belastung und gleichzeitig eine relativ geringe Arbeitsintensität, was aus bestimmten Gründen dazu tendiert, miteinander einherzugehen. Der grüne Sektor hat genau das Gegenteil, also eine geringe Ressourcenintensität und eine hohe Arbeitsintensität. So, wenn man jetzt, Achtung, tolle Animation, wenn man jetzt von dem einen auf den anderen Sektor überwechselt, dann hat man eben zwei Effekte. Man hat nicht nur eine Verringerung der Ressourcenintensität im Durchschnitt, sondern man hat auch eine Erhöhung der Arbeitsintensität. Und dabei würde man sozusagen mehr Arbeitsplätze schaffen. Da kann man jetzt unterschiedliche Beispiele anführen, zum Beispiel der Sektor, der Wandel von einer industriellen Landwirtschaft auf eine andere biologische Landwirtschaft wäre so ein Wandel, der durch eine höhere Arbeitsintensität und gleichzeitig ökologische Verbesserungen einhergehen würde. So, das dritte habe ich jetzt keine Grafik zu. Das dritte ist genau die gleiche Argumentation eigentlich wie bei den Neoklassikern, nämlich dass man durch andere Preisanreize auch einen anderen technologischen Wandel einleiten kann. Also ich habe eben gesagt, dieser arbeitssparende technologische Wandel ist die Voraussetzung für diese ganze Logik. Wenn man jetzt aber den Verbrauch von natürlichen Ressourcen wirklich teuer machen würde und Arbeit jetzt nicht durch eine Lohnsenkung, sondern durch zum Beispiel eine Verringerung der Lohnnebenkosten billiger machen würde, dann hätten auch Unternehmen den Anreiz, keinen arbeitssparenden, sondern einen ressourcensparenden technologischen Wandel einzuführen. Auch in der keynesianischen Logik ist das sinnvoll. Ist aber genau das gleiche wie in der Neoklassik. Okay,
Jetzt komme ich zu Institutionen- und Kapitalismus-Theorien oder auch marxistische Theorien. Ich fange wieder mit einem kleinen Zitat an. Diesmal nicht überraschend, nicht wie bei der Neoklassik. Foster und Macdoff, zwei bekannte oder wie auch immer prominente Marxisten aus den USA, sagen: No growth capitalism is an oxymoron, also ein Widerspruch in sich. Capitalism's basic driving force and its whole reason for existence is the amassing of profits and wealth through the accumulation process. Also sozusagen zentraler Bestandteil des Kapitalismus ist die Kapitalakkumulation, vorangetrieben durch Profite. Und wir können im Kapitalismus das nicht einfach abschaffen. Ja, da haben wir ein Problem. Genau, ich nehme wieder das Ergebnis vorweg. Aus meiner Sicht, also ich habe in meiner Dissertation, das ist, wir können jetzt darüber diskutieren, wie realitätsnah das ist, aber in diesen Theorien, das ja zumindest ein bisschen Einblick gibt, entwickle ich Bedingungen auch aus marxistischer Sicht, wie es zu einer Postwachstumsökonomie kommen kann. Ob das jetzt aber noch Kapitalismus ist, das ist eine andere Frage. Da können wir gleich drüber sprechen. Also ich, genau. Aus meiner Sicht gibt es zu dieser Fragestellung, wie kann eine Postwachstumsökonomie funktionieren, zwei zentrale marxistische, also marxistisch angehauchte Theorien, die da interessante Erkenntnisse bringen können. Die eine geht davon aus, dass ein Markt, also der Markt für irgendwas, der Markt für Schuhe, der Markt für Computer, der Markt für irgendwelche Güter, so organisiert ist, dass es da ganz viele kleine Firmen gibt. Also das, so hätte Marx selbst das auch beschrieben. Und die stehen im Wettbewerb miteinander. Und weil die im Wettbewerb miteinander stehen, müssen die immer versuchen, so billig zu produzieren, wie sie können, weil sonst werden sie von den anderen Unternehmen da verdrängt. Und wie tun sie das? Jetzt ist ein bisschen jetzt wieder das gleiche wie vorher. Sie tun das, indem sie neue Technologien einführen, die es ermöglichen, billiger zu produzieren als die alten. Und wenn die Arbeit teuer ist und die Ressourcen billig, dann sind das eben diese Technologien, die zu Rationalisierungen führen. Dazu kommt eine Annahme, nämlich die Annahme, dass man billiger produzieren kann pro Stück, also pro Schuh oder pro Auto, wenn man viel produziert. Und das führt dazu, dass die Unternehmen alle Gewinne, die sie machen, dafür nutzen, nicht nur neue Technologien einzuführen, sondern auch ihre Produktion auszuweiten. Die können gar nicht anders, als diese beiden Dinge zu tun, neue Technologien und Produktionsausweitung. Dann gibt es aufkommend in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, gibt es sogenannte monopolkapitalistische Theorien, die davon ausgehen, dass ein Markt eben nicht von diesen ganzen vielen kleinen Unternehmen geprägt sind, sondern von großen Unternehmen, die sich, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber die sich so ungefähr so verhalten wie Monopole. Was machen Monopole? Die produzieren weniger, als sie könnten, um höhere Profite zu machen, weil wenn sie weniger produzieren, können sie die wenigen Güter teurer verkaufen und insgesamt machen sie darüber größere Profite. Das führt insgesamt zu so einer, in der Theorie, und das beobachten wir ja auch in den letzten Jahren, führt es insgesamt zu einer relativ starken Stagnation, was ja aus einer Postwachstumssicht auch als was Gutes angesehen kann, aber es ist ja nicht die Art von Postwachstum, die PostwachstumsvertreterInnen möchten. Also es führt erstmal zu nicht so hohem Wachstum, trotzdem findet immer noch ein gewisses Wachstum statt und die Unternehmen reagieren auf dieses relativ wenige Wachstum eben nicht dadurch, primär dadurch, dass sie jetzt irgendwie ihre Produktion ausweiten und darüber das Wachstum antreiben, sondern darüber, dass sie versuchen, die Nachfrage zu stärken, weil das ihr Problem ist. Sie werden ihre Güter nicht mehr los. Und das machen sie durch Werbung, durch bestimmtes Produktdesign, das die Leute davon abhält, zu lange an ihren Produkten hängen zu bleiben, sondern sie sollen ja neue Produkte kaufen. Also geplante Obsoleszenz ist so eine Debatte, ob es das wirklich gibt. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, kommt drauf an, wie man es definiert. Aber irgendwie sind Produkte auf jeden Fall nicht so designt. Das sagt auch jede Literatur, dass sie so langlebig sind, wie sie sein könnten. Also technisch sind da ganz andere Produktzyklen möglich.
So, das sind so diese zwei, also zum einen Wettbewerb führt zu Investitionen und technologischem Wandel und zum anderen die Monopole nutzen also Werbung etc., um die Nachfrage zu stärken. Wie kann man darauf jetzt reagieren? Ich habe links nochmal so die Charakteristika von so einer Wachstumsökonomie aufgezählt. Also es gibt Shareholder-Unternehmen, das heißt, die Unternehmen gehören nicht den Mitarbeiterinnen, sondern irgendwelchen externen oder Einzelpersonen. Es gibt diese positiven Skaleneffekte, also das heißt, groß produzieren ist billiger als klein produzieren pro Stück. Es gibt den relativ kostengünstigen Zugang zu natürlichen Ressourcen, wodurch dieser technologische Wandel erst möglich wird. Und es gibt den Versuch, Nachfrage zu schaffen durch, Entschuldigung, jetzt steht hier Sales Effort, also das ist Werbung, geplante Obsoleszenz, Produktdesign. Das sind so die Attribute und was man da dann auf die genaue Ableitung kann ich jetzt nicht eingehen, aber was man darauf sozusagen schlussfolgern kann, ist ein bisschen das Gegenteil. Also kollektive Unternehmensformen würden Unternehmen intrinsisch einen geringeren Anreiz setzen zu wachsen. Es hat damit zu tun, dass bei Shareholder-Unternehmen Unternehmen auch wachsen wollen, weil das einfach dann die Aktie, also wenn ich eine Aktie besitze, dann ist es super für mich, wenn das Unternehmen wächst, weil dann habe ich 10 Jahre später, wenn das Unternehmen dann vielleicht doppelt so groß ist, meine Aktie doppelt so viel wert, was eine Riesenrendite ist. Aus dieser Logik heraus tendieren Shareholder-Unternehmen dazu zu wachsen. Also demgegenüber wären irgendwie Stakeholder-geführte oder kollektive Unternehmensformen aus meiner Sicht geeignet für eine Postwachstumsökonomie. Den positiven Skaleneffekten, die Unternehmen dazu zwingen zu wachsen, wären negative Skaleneffekte entgegenzusetzen. Wie genau das funktioniert, haben noch wenige Leute ausgearbeitet. Ein Aspekt, und damit ist eine leichte Überschneidung, wäre eine Limitierung von Zugang zu natürlichen Ressourcen, weil ich, also zum Beispiel, wenn man jetzt Benzin teuer machen würde, dann würde Transport sehr teuer werden. Das würde auch dazu führen, dass es nicht mehr rentabel ist, an einem Ort für die ganze Welt zu produzieren, weil es eben so teuer ist, das Zeug dahin zu bringen, dann kann man besser an einem anderen Ort das Zeug gleich produzieren. Und eine Regulierung von Werbung, Obsoleszenz und Produktdesign würden sich daraus ergeben. Ich habe das nirgendwo aufgelistet, aber ich sage es jetzt nochmal so zur Zusammenfassung. Genau, also aus der neoklassischen Theorie ergibt sich eben irgendwie eine Beschränkung des Angebots von Arbeit und/oder natürlichen Ressourcen. Bei dem Keynesianismus haben wir gesehen Arbeitszeitverkürzung, sektoraler Wandel und ein anderer technologischer Wandel. Und das hier auf der rechten Seite wären so die Sachen, die man aus einer Kapitalismus theoretischen Sicht ableiten kann. Okay, ich überspringe jetzt, also wie ihr seht, habe ich hier ganz viel Text, das lasse ich jetzt. Ich fasse das nur kurz zusammen. Dann ist, also was ich auch nur gestreift habe und da habe ich keine Antwort drauf, aber ich finde es wichtig, das vorzubringen. Also wenn man da jetzt irgendwie von überzeugt sein sollte, keine Ahnung, von diesen Ideen, dann ist ja die Frage, wie kann man das umsetzen? Und die wenigen Arbeiten, die es dazu gibt, sagen, dass das eben sehr auf sehr großen Widerstand treffen wird. Gut, ich rufe es mal auf. Also oben steht eigentlich nur, es wird auf Widerstand. Nein, dann lest ihr es ja, das ist Quatsch. Entschuldigung. Also es wird auf Widerstand stößen von Leuten, die ein Interesse daran haben und Akteuren, also es sind jetzt nicht primär Menschen, sondern auch oder auch Menschen, aber auch Unternehmen, die ein Interesse daran haben, dass es so weiterläuft wie bisher. Einfach ein starkes ökonomisches Interesse. Und die können dem was entgegensetzen. Und das, was hier aufgeführt worden wäre, sind Lobbyarbeit, Einflussnahme auf Medien. Das ist auch alles zitiert von Alex Demirovic. Ich selbst bin da kein Experte. Die gehen dann so weit, dass sozusagen irgendwann auch damit zu rechnen ist, physische Gewalt anzuwenden, um solche Politikmaßnahmen umzusetzen. Was ich erst gedacht habe, okay, das ist ja jetzt relativ farfetched. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, was passiert bei den Anti-Braunkohle-Protesten in den letzten Jahren in Deutschland, im Rheinland und in der Lausitz, da wird private Security von RWE eingesetzt, um das zu verhindern. Also da findet das eigentlich schon statt. Habe ich dann so gedacht, also vielleicht ist es doch nicht so farfetched. Genau, also da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man dem dann entgegenwirken kann, solchen Maßnahmen, wenn es denn überhaupt Leute gäbe, die es vorbringen. Gut,
Dann komme ich noch kurz zum Fazit. Das lasse ich mal weg, das ist einfach nochmal eine andere Perspektive. Umsetzung schwierig, habe ich gerade gesagt. Ich will zu dem letzten noch was sagen, weil ja die Überschrift war, was bringen diese ökonomischen, was können uns die ökonomischen Theorien sagen? Und ich ja jetzt mehr über wirtschaftspolitische Maßnahmen vielleicht auch insgesamt gesprochen habe. Also aus meiner Sicht, ich habe mich jetzt auch einige Jahre damit beschäftigt, die ökonomischen Theorien bringen uns jetzt nicht die neuen Erkenntnisse. Also alles das, was man irgendwie daraus ableiten kann, gab es auch vorher schon im Postwachstumsdiskurs. Eine Ausnahme ist aus meiner Sicht diese Skaleneffekte, wo ich noch nicht vorher die Diskussionen zu kannte. Vielleicht habe ich sie nicht mitbekommen. Aber insgesamt, das gab es alles. Arbeitszeitverkürzung, sektoraler Wandel, anderer technologischer Wandel, gab es alles. Werbung, lange Thema, so. Was eben interessant ist, ist, man kriegt raus, welche Annahmen dahinter stecken. Das habe ich eben gesagt. Also aus wie begründet man das denn? Und dadurch auch, ist es jetzt in diesem bestimmten Fall begründet oder nicht? Und man kann Zusammenhänge besser analysieren. Also zum Beispiel, wie hängen bestimmte Unternehmensformen mit Werbung zusammen? Wenn ich mir da eine Politikmaßnahme ausdenke, dann kann ich das dementsprechend anpassen. Genau. Das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.